präsentiert vom Salzburger Lagerhaus. Herzlich willkommen bei Garteln in Salzburg. Der August steht vor der Tür, das ist der Kräutermonat. Im ganzen Land gibt es dann die Kräuterwein. Und bei uns im Garten, da darf dieses würzige Kräutlein natürlich auch nicht fehlen. Hier im Fernsehgarten, da haben wir jetzt eine Kräuterschnecke und die Expertin dafür ist die Christine Sieder. Aus was besteht denn die eigentlich? Aus einem verzinkten Eisengestell, das mit Steinen befüllt wird. Was sind die Vorteile von so einer Kräuterspirale? Es entsteht keine Staunässe und die Wärme wird gut gespeichert. Ganz wichtig bei den Kräutern, sie lieben durchlässige Erde, also Sand einmischen oder spezielle Kräutererde. Dann wollen wir jetzt die Kräuter aufstellen und pflanzen. Der ideale Standort für so eine Kräuterspirale ist natürlich ein voll sonniger Platz. Die obere Seite sollte im Süden sein, die untere Seite im Norden, denn da wachsen die Kräuter am besten. Das Schöne an den Kräutern, sie duften auch schon im Garten. Danke Christine fürs Mithelfen. Ich wünsche viel Spaß beim Garteln und jetzt darf man nur gießen. Präsentiert vom Salzburger Lagerhaus.